Ich habe ein kniffliges Objekte-Quiz vorbereitet, bei dem ihr euer Sims-Objekte-Wissen auf die Probe stellen könnt. Wie viele Objekte schafft ihr? Beginnen wir mal mit diesem Oberteil, was ich früher extrem viel benutzt habe, diesmal nur von hinten. Aus welchem Pack stammt dieses Objekt mit dem sehr auffälligen Rückenausschnitt? Der ein oder andere wird es sich vielleicht gedacht haben, hier handelt es sich um einen Oberteil aus Gartenspaß, dem Accessoire-Pack mit dem vielleicht am meisten Lust auf Sommer machenden Trailer-Song. Und es geht direkt weiter mit diesen grünen Pflanzen in verschiedenen Töpfen, die mit meinen katastrophalen Gartenfähigkeiten wahrscheinlich schnell in ein charmantes Kackbraun wechseln würden. Aus welchem Pack stammt dieses Objekt? Werwölfe brachte neben 208 anderen Objekten auch dieses Deko-Objekt. Vielleicht habt ihr es erraten können. Diese Frisur seht ihr aus allen Richtungen. Um welches Pack könnte es sich hier handeln? Das wissen wahrscheinlich Simmer, die den Sommer lieben und nicht genug von schweißnassen, kurzärmeligen T-Shirts und Sonnencremen bekommen können. Die ist aus Inselleben. Dieses Objekt gehört zur Grundausstattung von jedem professionellen Vampir, aber aus welchem Pack stammt es? Das war besonders fies von mir. Die Grabsteine sind aus dem Jahreszeiten-Erweiterungspack, gab es aber beinahe genau gleich ursprünglich mit dem Grusel-Accessoire-Pack. Schon etwas traurig, dass hier die Entwickler super viele Objekte einfach recycelt und nicht neu erstellt haben. Wenn ihr das nicht wusstet, tut ihr euch eventuell mit diesem Gesamtoutfit hier leichter. Zugegebenermaßen, mein Geschmack trifft das nicht, aber ich bin auch derjenige, der früher eine Militärjacke mit einer kurzen Hose mit Ankern drauf kombiniert hat. Lasst euch also besser nicht von mir belabern, geschweige denn beraten. Kurz und knapp, Großstadtleben schenkte uns dieses Gesamtoutfit und ich habe es meinen Sims seit dem Release noch nie angezogen. Jetzt gibt's nochmal was Leichtes. Mit welchem Pack kam eigentlich nochmal das Feature ins Spiel, Sofas ähnlich wie Theken aus verschieden geformten Teilstücken zusammensetzen zu können? Das wahrscheinlich vom Umfang kleinste Gameplay-Pack, traumhaftes InDesign, fügte dieses echt praktische Feature mit hinzu. Dieser echt gute Kandidat für das schlechteste Sims 4-Pack kann aber trotzdem nicht mit meinen Hochzeitsgeschichten mithalten. Aber jetzt entschuldigt mich, die Flashbacks an die gruseligen Bugs des Packs kommen wieder hoch. Lasst doch gerne ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und wie viele Objekte habt ihr erfolgreich zugeordnet? Also dann, bis zum nächsten Video.